Hallo und herzhaft willkommen zu einer neuen Folge Crossout-Spaß. Yeah, Mission abgeschlossen, Abo-Belohnung. So kann es immer losgehen. Ja, das war natürlich hier die Premium-Belohnung. So, wir fangen an mit Crossout-Tag, würde ich sagen. Ich habe Bock drauf gerade. Ab geht's, Crossout-Tag-Brawl. Mittlerweile kann ich es ja nach meinen ersten Anfängen, bei denen ich ziemlich stick rennen, da habe ich schon ewig nicht mehr gemacht. Ich muss sagen, ich habe auch irgendwie keine Lust auf Rennen. Irgendwann baue ich mir aber den Rennwagen. Macht ihr denn viele Rennen? Tell me. Das letzte Mal, als ich Rennen versucht habe, das ist auch schon wieder ziemlich lang her, da hat es einfach ultra ewig gedauert. Also da ist es gar nicht gestartet, das war echt tragisch. Ihr seht, ich war fleißig, ich habe hier immer meinen Crossout-Tag gemacht. Oh, nächstes Mal kriege ich ein Geschenk von Ivy. Coolen Individualisierungskit. Was? Man kriegt ein Schadensmesser? Ich habe einen gekauft. Wie kann es sein? Was blöd ist, ich sehe schon, der hat genau dieselbe kleine Dingens da oben. Das ist echt dumm, dass die Zahlen so klein sind. Vielleicht erkennt man es bei dem besser. Bei meinem erkennt man es echt schlecht. Es ist zwar cool, dass ich diese Schadenskugel habe, man kann da was testen, aber so auf Distanz ist schwierig. Gut, jetzt mittlerweile hat man ja das eingebaute Zielrohr. Da geht es ein bisschen besser, aber es ist... Ich weiß auch nicht. Mir ist es halt eh gewöhnt, hier in Crossout, wenn man so rumfährt, dass man hier einfach die Schadenszahlen so sieht. Und die erkennt man ja auch ziemlich gut. Warum dann bei dem Ding so eine Mini-Anzeige ist? Das ist ein bisschen elendig. Wer es verbrochen hat, der regt mich auf. So, hier ist das Astreus Auto. Stirb Astreus Auto. Polarforscher. Ihr seht, ich habe mal ein bisschen rumgebastelt und habe ein Dreier Kaukasus mit einer Growl-Kabine gebaut. Der hat halt sehr wenig Leben. Aber er hat drei Kaukis. Und kühle. Und ich glaube, ich muss das Fenster zumachen. Hört ihr das? Hier ist gerade irgendwas. Ein Flugzeug, glaube ich. Haben sie wieder die Einflugschneise? Geht's wieder los? Ja, die haben irgendwann mal die Einflugschneise geändert. Ach stimmt, hier kann man ja auf... Martin und seine Knechte wurden erstmals vor 6 Jahren im Tal gesehen. Da konnte ich aber viel lesen, danke. Hier an dem Boot soll man irgendwie die Crossout-Lore lesen können, glaube ich. Da soll man ein bisschen mehr über die Geschichte erfahren. Ich habe viele neue Spawns gefunden von Drohnen und gestern habe ich tatsächlich nur eine gefunden, glaube ich. In der einen Runde. Das war echt tragisch, obwohl ich so viele neue Spawns entdeckt habe. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, als sind die in etwas random. Was ist denn das Rote hier? Gegner direkt, werden die angezeigt am Anfang. Nicht kämpfen. Jawohl, erst friedlich, das gefällt mir sehr gut. Hier einfach so auf der Geraden liegt auch gern mal eine. Oder hier hinter dem Auto. Fährt mir schon eine hinterher. Hier hinten, die ist auch nicht da. Schade. Ich sehe schon, dass die da am besten im Dorf auch nicht da ist. Muss halt auch hier irgendwo eine sein. Wichtig ist auch, ein paar Punkte zu machen, ja. Also ein paar Punkte braucht ihr so. Ich weiß nicht, ob es auch wie im normalen PvP ist, dass man 40 Punkte braucht. Ich guck mal, dass ich einfach einen anfahre, der Kill. Jetzt habe ich nur noch keinen Bock, obwohl ich jetzt vielleicht doch direkt machen sollen. Weil das Auto ist ganz gut zum Killen, ist aber extrem langsam. Ja komm, wir fahren hier mal rein.
Los, auf ihn. Nein, die botten mir meinen Mähdrescher ab. Ich hau einfach ab, ich bin jetzt schneller mit meinen Drohnen. Lass mich in Ruhe. Nein. Scheiße. Ah, jetzt sterbe ich hier durch meinen Anus. Elend. Vielleicht merkt er nicht, dass ich mich spreng. Ist so kacke. Scheiße, ich habe Zeit verloren. Snaggler, ist das ein gutes Gerät? Naja. Das macht auf jeden Fall Aua. Den muss ich ja lösen, glaube ich. Ach, was waren das? Das waren Tote. Mist, ey. Jetzt wird es langsam Zeit, dass ich eine Drohne finde. So ein Kack. Die sind ja alle auf den Kill aus. Ich habe aber meine Punkte jetzt gemacht. Jetzt brauche ich nur ein schnelles Auto. Ich hoffe, das ist jetzt schnell, ich glaube. Jo. Mit dem könnten wir wahrscheinlich auch sehr gut morden. Es ist ja nicht schlimm, wenn wir trotzdem noch schießen. Ah, da ist eine. Sehr gut. Die eine habe ich. Stark. Stehen da mal helfen, ja. Obwohl, erste wäre ich sowieso nicht mehr. Da hätte ich von Anfang an killen müssen. Kann ich mich auch eigentlich raushalten. Ah, hier ist noch eine, jawohl. Das ist die, die ich in dem Video anmarkiert habe, wo ich hier hingeschrieben habe. Ich habe die jetzt ein paar Mal nicht gefunden, habe gedacht, Mist, habe ich Scheiße gebaut, aber die ist wirklich da. Lass mich doch. Ich will überhaupt keinen Stress, Alter. Nein, wieso? Schießt er mir hinterher? Ich suche hier die Drohnen-Friend. Wenn ihr einen seht, der so friedlich rumfährt und euch vielleicht nur gelegentlich mal in den Rücken schießt, um ein paar Punkte zu kriegen, dann fahrt ihm einfach hinterher, der weiß mit ziemlicher Sicherheit, wo die Drohnen sind. Ja, da ist die dritte. Geil. Jawoll. So, jetzt wird nochmal gekillt hier. Ah, ich hab Punkte, also. Muss wirklich gucken, dass man so ein paar Punkte hat. Nein! Nein! Scheiße! So ein Dreck, ey. Hat niemals rückwärts vor allem weg. Das ist immer mein Fehler. Ich mache das so oft, diese Scheiße, dass ich einfach rückwärts fahre. Was ist denn das da für ein kleines Autochen? Oh, das ist das mit diesen Waffen. Ich weiß nicht, das waren diese kleineren Jomungande oder die Nidhoggs sind das, oder? Oder sind es die Jochmungandere? Ich bin gerade nicht sicher. Wir gucken jetzt gleich mal. Ich gucke es mir mal ganz genau an. Aber ich glaube, das ist ein Nidhogg. Obwohl. Nidhoggs sind, glaube ich, mehr mit Weiß. Mal schauen, mal schauen. So, Feuerstarters. Nidhogg. Oh, das waren echt Jochmungandere, oder? Weil die haben noch dieses Fass da dran gehabt. Jormis. Wie ich sie nenne. Ja, das waren die hier, oder? Grausam. Die sehen aus wie so ein Seeteufel hier. Seeteufel, der Kanonen im Mund hat. Gut. Ah, wir können auch was gucken hier. Wir können auch was gucken. Scheiße, ich wollte doch immer zu den Donetics umstellen. Ich hatte nämlich gestern was. Da hat mir hier dieses Teil gefehlt. Das hier. Wo ich rumgebastelt habe. Und das Ding hier fehlt mir auch ganz oft. Ich wollte eigentlich, wenn ich hier am Fahren bin, die ganze Zeit auf Lunatics umstellen. Denn ihr wisst ja, im Moment kann man ja ruhig
ruckzuck rumstellen. Rühm. Und mein Draco, kann ich den letzten, ihr seht, ich habe die Dracos gebaut. Gestern war ich wieder fleißig und habe einfach hier durchgeklickt. Hier hatte ich alles vorbereitet dafür. Das war auch witzig. Ich wollte hier die letzte Photon bauen. Auf einmal habe ich gesehen, was, ich habe keine Synthesis mehr. Und da habe ich die Synthesis am Markt angeboten. So, ich brauche Elektroteile. Ich habe eigentlich über Nacht ein Angebot gemacht, weil ich heute feierlich die letzte bauen wollte. Was kosten die jetzt wieder? 177, ja, dann machen wir nochmal. Wenn nicht, kaufen wir sie nachher sofort. Aber ich wollte sie eigentlich hier kaufen. So, machen wir noch einen Rundchen Crossout-Tag. Ab geht's. Also ihr habt gesehen, es geht eigentlich ganz gut mit dem Crossout-Tag. Ich ziehe mir nebenbei noch ein Käffchen rein. Ich hoffe, die Dinger werden angesammelt. Wenn ihr wisst, dass diese Dinger angesammelt werden, obwohl die Folge kommt erst am Samstag, da ist wahrscheinlich schon zu spät. Egal, schreibt mir drunter, ob die. Ich bin relativ sicher, dass die hier angesammelt werden, wenn man es mal einen Tag nett macht. Ich hoffe stark drauf, denn ich bin übers Wochenende weg und ja, das ist blöd dann. Bin ich eigentlich ab Donnerstag schon weg. Und wenn ich dann die nicht mehr machen kann, dann kriege ich das ja wahrscheinlich nicht voll und kriege meinen aufblasbaren Mammut nicht. Brutal wäre das. Aber ich glaube, ich muss gleich mal gucken, wie lange das Event noch läuft, aber wenn es nächste Woche noch ein paar Tage läuft, 2,5 pro Tag. Ich weiß, ich habe die ersten 2 Tage habe ich es nett gemacht, das Event, und dann konnte ich es auf einmal 3-mal machen und seitdem konnte ich es immer nur 1-mal machen. Ja, ist okay. Okay, das Ding ist wirklich lang. Aber hier ist direkt eine Drohne, ja. Aber das Ding fährt so ultra scheiße. Hallo, ich hab die Drohnen. Oh, das sind solche. Nein. Der hat ja 2 Scorpions da dran an dem Ding. Ey, der hat direkt die Drohne rausgeschossen. Scheiße. Jetzt muss ich hier mein Pferdchen rumschieben. Das hat so eine ekelhafte Lenkung. Ach komm, lass das scheiß Auto in Ruhe. Ich spreng mich, ey. Kein Bock mit dem Drecksauto weiterzufahren. Nachher finde ich eine Drohne und kann nicht hin, soll ich auch mal das Scorpion-Ding nehmen? Ich nehme den da, der sieht schnell aus. Jomundu. Scheiße, der hat die Jomunganders. Und der Jomungandisiert mich. Ich muss doch weiter gegen ihn kämpfen. Bro, das hätten wir uns sparen sollen. Ich verpiss mich. Ich bin viel schneller und hab hier. Aber mein Generator guckt raus. Ja, ich hätte eigentlich wissen müssen, wenn ich auch Mund sehe, dass ich da keine Chance habe. Der Karre mit 3, ich glaube Thermen sind hier drauf. Yeah, aber da ist noch eine. 2 Drohnen habe ich schon gesaved. Brutal. Ja, mein Freund ist da. Freund, lass mich in Ruhe. Nimm dir die Drohne, die ich dir gezeigt habe. And don't kill me, please. Ich habe ein paar Punkte, alles gut. Hier hinten habe ich auch mal eine irgendwo gefunden. Dadurch, dass der andere mich da gestört. Manson, lass mich doch in Ruhe. Ich habe auch noch Raketen.
Ach nee, Quatsch. Ah, Lappen. Jawohl, jetzt reicht's. Ey, jetzt bringe ich euch alle um, ihr Schweine. Sowas von. Jetzt wird Hass verbreitet. Also richtig. Angefangen mit dem da, der mich so hässlich gejagt hat. Brauchst dich gar nicht sprengen, Alter, weil du bist von mir gekillt vorher. Wo seid ihr stinkenden Typen? Was? Ach, der da. Nein! Ruhe. Nein, nein, meine Jomundi. Oh Mann, ey. So ein Dreck. Das ist doch so eine andere. Oder ist das nur eine. Nee, das ist eine Fafnir, glaube ich. Das ist die Fafnir, die lila, ne? Ah. Ich habe schon gedacht, ich hätte hier die Superwaffe. Par excellence. Man müsste doch auch so viele Punkte kriegen, wenn ich Waffen runterschieße, Alter. Ja, das ist nur eine Fafnir. Jo, Mund am Arsch. Das Auto hier ist auch nicht verkehrt. Jetzt kommt es. Oh Mann, ey. Scheiße. Ich sterbe. Ich war zu stark. Eindeutig. Gut, ich brauche noch zwei. Haben wir Elektronik gekauft? Elektronik, bitte. Bitte schön. Hey, toll. Toll, ey. Gut, zwei Stück brauche ich, glaube ich, noch. Sollte jetzt schaffen sein. Halt eben, wenn ich nicht so viel gekämpft hätte, hätte ich eventuell noch eine dritte gefunden. Aber da ich sowieso noch eine Runde machen muss und eigentlich immer zwei finde, geht es klar. Nein, es geht gleich los mit Tadeos Auto. Das ist so ein scheiß Auto. Was schießt denn das eigentlich? Ach, das hat Snowfalls dran. Aber das Auto fährt sich halt extrem elend. Gut, obwohl ich habe Spinnenbeine. Allerdings habe ich jetzt gerade nicht meine Spinnensteuerung. Boah, der hat den gemordet. Nein, was war denn das, ey? Ja, komm, wir nehmen den in die Tadeus-Mangel. Töten wir uns jetzt gegenseitig? Nee. Schießt. Ey, meine Waffen sind abgefallen. Er hat auch gedacht, haha, du kannst mich mal. War hier so ein Ding eben? Ich glaube, ich habe hier was gesehen. Nein, du mieser Typ, Alter. Was eine miese Type und warum kann ich mich nicht selber sprengen? Ich nehme den Mustang, der fährt ganz gut. Der Ratchet hinten ist zwar schlecht zu bedienen, aber ist nicht schlimm. Gut, Punkte habe ich gemacht. Jetzt muss ich einfach nur gucken, dass ich irgendwie zwei Dröhnchen finde. Sonst war alles umsonst. Im Westerndorf habe ich keinen gesehen, Westernstadt. Hier vorne muss jetzt eigentlich mal eine sein, bei dem Turm hier. Hier war lang keine. Ja! Gerade sagen, ey. Okay. Geklärt. Arschloch, ey.
Ich muss den umbringen, weil der verbreitet hier Hass. Oh Gott. Ja, jetzt bin ich schneller und kann besser schießen. Wieso? Warum folgt ihr? Warum machen Sachen? Ja. Machen Sachen, ey. Da ist eine Drohne. War das jetzt schon meine zweite? Ich bin gerade verwirrt. Ja, stimmt, da vorne war eine. Jawohl. Was machen Sachen? Ja. Die kommen zu mir sprengen, ja. So, jetzt will ich ein Superauto. Panzerkampfross. Was ist das für ein Ding? Hässlich im Kreis, ey. Die Reifen wegschießen oder was? Das ist eine Kabine, Head. Nur vierte, ich wollte aufs Treppchen. Ah. Jawohl, damals wieder geschafft. Crossout Day für heute erledigt. Nice. Was gab's Schönes? Ah, dieses Ding, komm, das bauen wir noch auf. Und obwohl das eigentlich. Ich glaube, das mag ja mein Ding dann nicht. Das frage ich mich gerade, wie geht denn das eigentlich nochmal? Ich gehe bauen. Ich gehe diese bauen und dann. Fahrzeug, Lager, Bauteil. Ach, ich glaube, ich muss einfach so ein komisches Bauteil nehmen aus meinem Lager. Konstruktion. Feuerring kann ich auch mal hinbauen, ein Sprungkissen. Ja, es gefällt mir nicht. Das ist viel größer. Ich habe mir hier sowas gekauft und jetzt kriegen alle so einen coolen Dome. Nee, ich sage, ich gönne die Dinger, sind wirklich witzig, aber es ist jetzt halt auch, also ich muss mal gucken, stimmt, weil bei mir ist ja hier neben, das geht ja so runter und es sind genau 10 Sekunden und da sieht man praktisch, wie viel Schaden man in 10 Sekunden macht, das ist ganz okay, allerdings blinkt es dann voll lang und man kann nicht weiter, vielleicht kann man hier unendlich draufballern, das wäre natürlich auch geil, ist direkt hier so vor die, wie nah kann ich denn an die Garage dran? Es ist echt blöd, dass man nur hier so in der Mitte Sachen hinstellen kann. Es ist sau dumm. Ich stell's mal hier hin. Okay, da kann man scheinbar unendlich draufballern. Nee, jetzt hat's gedingt. Jetzt hat's auch gestoppt.
Ja, ich glaube, es geht genauso lang. Ja, auch 1600 noch was, ja. Das Einzige ist, es ist ein bisschen größer, er hat ein bisschen größere Schussfläche und bei dem anderen sieht man halt genau, wie die Zeit abläuft. Das ist auch cool. Ja, ich würde gerne meinen Bereich hier ein bisschen mehr umbauen können. Nicht nur hier vorne das kleine Stück, das ist ein bisschen schwach. Weil da muss man ja alles so in eine Reihe stellen. Ich hätte es gern einfach hier hingestellt, dass ich direkt von der Garage aus sehen kann, weil ich glaube, ich bin alt geworden, meine Augen sind nicht mehr so gut. Ja, egal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr seid die Besten. Bleibt gesund und habt ganz viel Crossout-Spaß. Tschüss.